Hallihallo und herzlich willkommen aus London. Wir sind gerade in unserem Airbnb angekommen und die Reise hat eigentlich ziemlich gut geklappt. Wir sind von Hannover geflogen und haben dann auch dank Google Maps auch sehr leicht hierher gefunden. Und ich zeige euch jetzt einfach mal hier, würde ich sagen, unsere Aussicht. Ja, das ist unsere Aussicht aus unserem Apartment. Wir sind hier in so einem Hochhaus und richtig cool. Und da ist auf jeden Fall Buckingham Palace und hier ist auch London Eye, also das Riesenrad. Das ist halt nur hinterm Haus. Und ja, es ist ziemlich hoch. Ich habe ein bisschen Höhenangst, muss ich sagen. Wir sind im 16. Stock. Aber ich finde es richtig cool und wir haben ja, wie schon gesagt, auch so einen kleinen Balkon. Und da liegt der Max und hier ist unser Apartment. Das zeige ich euch aber morgen nochmal. Guten Morgen aus London. Wir haben den nächsten Tag. Wir haben gestern so eine ganz kleine Runde noch hier abends gemacht. Das ist ja alles nicht so weit weg. Deswegen haben wir gestern so ein bisschen nochmal Big Ben angeschaut und waren da halt beim London Eye. Und heute wollen wir dann zur Tower Bridge fahren und ja, und noch alle anderen möglichen Sehenswürdigkeiten anschauen. Sorry, ich hatte gerade einen Hänger. Auf jeden Fall nehme ich euch dann natürlich mit. Und ich sitze jetzt hier gerade auf dem Sofa und genieße ein bisschen die Aussicht. Wir sind ja hier in so einem Hochhaus und das hatte ich euch gestern ja schon gezeigt. Und ich finde das echt schön, hier zu sitzen und die Aussicht zu genießen. Mit meinem Kaffee in Anführungsstrichen Red Bull. Und wisst ihr, ich würde gerne mal, ich könnte mir das richtig gut vorstellen, in so einem Hochhaus zu wohnen. Ist ehrlich gesagt so ein kleiner Traum von mir, in so einem Hochhaus zu wohnen, ganz weit oben. Was halt eigentlich witzig ist, weil ich habe schon so ein bisschen Höhenangst. Und ich muss ganz ehrlich sagen, hier auf dem Balkon, ich mag es nicht, an das Geländer zu gehen. Hier am Fenster, alles fein, aber auf dem Balkon fühle ich nicht so. Deswegen, ja, aber es ist auf jeden Fall sehr schön. Und hier seht ihr so mal ein bisschen das Apartment. Ist jetzt ein bisschen unordentlich, weil ja, so ist das halt, ne? Ja.
Guten Morgen aus London. So, ich bin gerade auf dem Balkon und die Sonne scheint. Schön, ne? Ich zeige euch nochmal hier gleich den Ausblick. Wir fahren jetzt zum Buckingham Palace und werden jetzt Charles treffen zum Tee. Nein, Quatsch. Wir gucken uns jetzt den Buckingham Palace an. I'm really excited. Und wir müssen jetzt auch gleich los, weil da wird ja heute irgendwie die Gendarme, ich hoffe, ich spreche es richtig raus, die wechselt ja. Und das wollen wir uns halt mal angucken. Und ja, ich bin seit 8 Uhr wach. Die Sonne scheint. Von Regen habe ich ja noch gar nichts gesehen. Was ganz gut ist und es soll auch die Woche so bleiben. Und ich würde sagen, wir gehen los. Hallo, wir haben den nächsten Tag und wir sind gerade auf dem Weg zum Kensington Palace, also da, wo William und Kate wohnen und wo Prinzessin Diana gewohnt hat. Und das ist wirklich ein wunderschöner Park. Ich zeige ihn euch gleich mal. Wir sind mit dem Bus hierher gefahren. Das finde ich halt super in London. Man kommt überall so gut hin mit dem Bus, mit der U-Bahn. Also man merkt richtig, dass das hier so ausgelegt ist, dass man nicht überall mit dem Auto selber hinfährt. Und jetzt sind wir gleich beim Palast.
stimmt. Ja, ihr Süßen, wie man sehen kann, bin ich auch schon wieder zu Hause. Ich wollte noch mal kurz mein Fazit zu Abba Voyage geben. Das habe ich nämlich vergessen, in London aufzunehmen. Es war ja mein Geburtstag und ich habe mich natürlich sehr auf die Show gefreut. Ich hatte das so Weihnachten geschenkt bekommen, die Tickets. Und hatte schon so viel Tolles von gehört. Und ich liebe einfach Abba. Ich bin ja sonst immer eher so jemand, der so Sängerinnen hört, so wie Kylie und sowas. Und Abba ist so die Band, die ich mag, die einzige Band, würde ich mal sagen. Und ich habe früher immer Abba gehört und höre es heute auch noch so gerne. Und ja, und als ich dann gehört habe, es gibt jetzt die Chance, sie mal live zu sehen, auch wenn es Avatare sind, dann wollte ich mir das natürlich nicht entgehen lassen. Uns hat es sehr, sehr gut gefallen. Es hat unsere Erwartungen übertroffen. Ich war am Anfang auch erst so, also ich war total neugierig, weil ich gedacht habe, okay, ich kann mir darunter nicht so richtig vorstellen. Man schaut ja dann auf eine Leinwand und ist das dann so wie im Kino. Und aber das war, also es war wirklich wow. Als sie auf die Bühne kamen, hast du wirklich gedacht, das sind echte Menschen. Also auch Max meinte, es können wirklich Schauspieler sein. Also es sah so echt aus. Auf den großen Leinwänden, da hat man natürlich schon gesehen, dass es was Animiertes war. Aber wenn sie auf der Hauptbühne, na, als, sage ich mal, lebensgroße Figur standen, war es durch auch Licht und Schatten und alles, wirkte es total real. Und ja, und wir waren im Dancefloor-Bereich, das würde ich auch empfehlen, weil ich war ja oft schon im Stehbereich und da kann es auch da manchmal unangenehm werden. Aber dort war es total angenehm. Man hatte voll viel Platz zum Tanzen. Keiner hat gedrängelt, keiner hat geschubst. Man hätte theoretisch auch kurz auf die Toilette gehen und wiederkommen und keiner hätte was gesagt. Also es war richtig gut. Und ob ich nun auf dem Sitz aufstehe und tanze oder da, macht keinen Unterschied, weil die Sitzplätze sind natürlich teurer. Also wenn, würde ich euch den Tanzbereich empfehlen. Und die Leute haben getanzt. Es war total emotional. Man konnte natürlich alles mitsingen und manche haben auch geweint, also es war wirklich, es war richtig, richtig schön. Und durch die Liveband, also da ist ja eine Liveband dann auch, die halt die Musik machen und dann halt auch mit Backing Vocals, ne? Ich glaube nur die Stimmen kommen vom Band, so wie ich es verstanden habe. Also es war wie ein Konzert, deswegen, also es war richtig, richtig gut. Ich habe natürlich auch ein bisschen Merch mitgenommen und den zeige ich euch nochmal jetzt. Und zwar habe ich einmal hier diese Tasse hier mitgenommen, ne? Fand ich so schön. Also es gibt verschiedene Tassen. Diese fand ich am schönsten, weil sie da so süß aussehen und alle vier sind drauf und das ist auch ein echtes Foto. Die T-Shirts haben mir jetzt nicht so gefallen. Bei dem einen war so ein Druck drauf, wo die Avatare drauf sind. Das wollte ich nicht haben. Das andere war so ein Cartoon-Style. Dann gab es noch welche nur mit Schriftzügen, also Dancing Queen oder halt Abba Voyage. Und ich habe dann das hier mitgenommen. Das war, glaube ich, auch das teuerste T-Shirt. In der Größe S. Das ist schwarz, schlicht, aber ich finde das so schön mit dem Abba-Glitzer-Zeichen drauf und es sitzt auch richtig gut. Naja, und dann war ja mein Geburtstag und ich habe natürlich auch noch ein Geburtstagsgeschenk bekommen. Es gab zwei Jacken und ich habe mich halt für diese Jacke entschieden. Achso, ich zeige sie euch erstmal und die ist so schön. Guckt sie euch an. Das ist eine Jeansjacke, richtig hochwertig. Und ein ganz toller Druck, auch mit einem echten Foto. Das mag ich halt lieber als irgendwie jetzt was Animiertes oder nur ein Schriftzug. Und hier ist auch nochmal Abba und die habe ich jetzt in der M mitgenommen. Und ja, wie schon gesagt, die sitzt richtig gut und die werde ich auf jeden Fall ganz viel tragen jetzt im Frühling und Sommer und für immer. Wait, 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 wait